Wie viel Uhr ist es gerade? 3.28 Uhr. Bosse geht jetzt schlafen. Pablo geht jetzt wahrscheinlich auch schlafen. Und ich auch. Und ich werde in genau 2 Stunden wieder aufstehen. Bosse, was denkst du? Ganz ehrlich, halte ich es durch oder nicht? Nee. Warum? Weil du um 16 Uhr das Verlangen nach einem Bier haben wirst. Weil du ein kleines Arschloch bist. Gute Nacht. Ich werde heute fasten, Freunde. Und zwar für einen Tag. Ich hatte eigentlich geplant, 2 Tage zu machen. Ich dachte aber, heute wäre schon erst Dienstag. Es ist aber schon Donnerstag. Beziehungsweise Mittwoch, wenn ich jetzt aufwache, ist es Donnerstag. Wir werden einen Tag fasten. Das komplette Gegenteil von Fettsack Freitag. Wie wird's laufen? Ich bin verdammt gespannt. Ich habe sehr, sehr Angst. Und ich hatte nicht geplant, dass ich jetzt um 3:30 ins Bett gehe. Aber ich wurde heute von meinem Teufelmitbewohner dazu überredet, noch rauszugehen und Alkohol zu trinken. Aber wisst ihr, was ich denke, was mein Problem sein wird? Das Trinken. Du hast ja schon mal gefastet. Ja. Wie war's? War super. Inwiefern? Geile Erfahrung. Und wie war's für dich vom Durchhaltevermögen? Es war hart. Das Schlimmste war das Trinken. Kann ich mir gut vorstellen. Wie hast du das Fasten gebrochen? Ich wurde damals von der Familie Atan, liebe Grüße gehen raus, wurde ich von denen zum Essen eingeladen, man fängt erstmal an beim Fastenbrechen mit einer Dattel, dann isst man eigentlich eine Suppe und dann, was haben wir gegessen? Reis, dann gab es Weinblätter und ich kann mich gar nicht dran erinnern, aber irgendwann so halt Reisgerichte. Was hast du aus der Erfahrung mitgenommen? Beim Fasten geht es ja eigentlich darum, dass man Sachen zu schätzen weiß, die man nicht hat, und es ging so ein bisschen um Wertschätzung. Und genau aus einem dieser Gründe will ich einfach mal wissen, worum geht es bei Ramadan wirklich? Geht es wirklich da nur drum, zu fasten und nichts zu essen? Oder hat das Ganze wirklich einen tieferen Grund? Ich werde jetzt auf jeden Fall schlafen gehen. Wir haben es 3.35 Uhr, das heißt um 6 Uhr, 5.58 Uhr geht die Sonne unter. Ich werde 20 Minuten vorher aufstehen, mir nochmal gutes Haferflocken reinballern, die mich lange für satt machen, hoffentlich. Und dann so lange wie möglich durchhalten bis Sonnenuntergang. Ich nehme euch mit, viel Spaß beim Video. Und weil ich mich dazu verleiten lassen habe, Alkohol zu trinken, ist leider die Wundermischung her. Ah, Zeit fürs Bett. Gute Nacht. Der Ramadan ist wirklich ein sehr besonderer Monat für die Muslime. Zu fasten von dem Uhrzeitpunkt, wo die Sonne aufgeht, bis die Sonne abends untergeht. Und das heißt nicht nur nichts essen, das heißt auch nichts trinken. Dieser Ramadan geht übrigens vom 1. April bis zum 1. Mai. Danach ist dann das Zuckerfest. Das wird gefeiert, indem man die Familie besucht, indem man gemeinsam Zeit verbringt, gemeinsam isst, aber auch Geschenke verteilt. Bei mir zum Beispiel früher in der Schule. Die anderen Jungs und Mädels haben immer an Ramadan meistens schön Geld bekommen. Ramadan hat aber auch noch einen tieferen Grund als nicht zu essen und nicht zu trinken. Du sollst in der Zeit an die Menschen denken, die nicht so viel haben wie man selbst. Vor allem auch, was in die Richtung Spenden geht. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob dieser eine Tag mir ein paar neue Dinge aufzeigen wird. Guten Morgen, Freunde. Wir haben es jetzt gerade 9 Uhr morgens und ich muss echt gut aufs Klo. Ich müsste echt Pipi machen. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt schlau ist, auf Toilette zu gehen. Ja gut, aber eigentlich ist es scheißegal, ne, bei Pipi machen. Ja, stimmt, scheiß drauf. Ich gehe auf Pipi machen. Ich würde am liebsten direkt jetzt eine Flasche Wasser trinken. Ich habe so ein Babmaul. Ich habe so ein räudiges Babmaul. Oh. Was ist denn los? Sagst du mir guten Morgen oder was? Soll ich dein Wasser anmachen? Ja. Muss ich nachfüllen, ne? Och Gott, würde ich das jetzt gern trinken. Ja, Pablo, du kannst auch gleich essen. Du fastest ja nicht, ne? Ach, du Arschloch. Oh, nee, das darf ich ja nicht sagen. Ich wünsche dir, dass das Wasser dir durch den Körper fließt und es dich beglückt. So, Pablo, du fastest ja nicht, ne? Guten Appetit, mein Schokobär. Normalerweise würde ich jetzt dieses Baby mit Liebe direkt anmachen und mir einen schönen Kaffee fetzen. Es gibt nichts Geileres als einen Kaffee am Morgen und dann aufs Klo gehen. Der Security-Mann unten hat mir gesagt, ich soll die Toilette so lange wie möglich rauszögern, aber ich kann nicht. Ich muss jetzt sofort auf Toilette, sonst dreh ich durch. Ach du Scheiße. Ich sag's euch offen und ehrlich, Freunde. Ich muss da gerade drauf erstmal klarkommen, dass ich mir jetzt keinen Kaffee machen kann. Ich, seit mehreren Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange schon, kriege ich jeden Morgen mindestens 2 Tassen Kaffee. Und wenn ich den Automat jetzt gerade erstmal nicht benutzen kann, wird mir das gerade erstmal bewusst, wie scheiße es ist, es nicht zu essen. Was würde ich gerade tun, diesen Apfel zu essen? Wie sehr bereue ich es gerade, heute Nacht vor Sonnenaufgang nicht aufgestanden zu sein und aus meinem Kühlschrank einfach
eines dieser wunderschönen Meal Preps nehmen könnte. Hier, gestern vorbereitet. Aber genau das ist wohl auch einer der Dinge, die man damit lernt. Ich habe mich natürlich informiert und habe ein bisschen geguckt, was darf ich nicht. Und beim Zähneputzen ist man sich anscheinend uneinig. Aber man soll Zähneputzen dürfen. Man sollte eigentlich im besten Falle nur eine Zahnpasta nehmen. Mit wenig Geschmack, habe ich zumindest im Internet gelesen. Wenn es falsch ist, korrigiert mich. Und man soll halt sehr gut aufpassen, dass man nichts schluckt. Weil ich finde, es gibt auch nichts Schlimmeres, als Zähne nicht zu putzen. Der Geruch im Mund ist einfach so bah. Ich habe jetzt auch extra sehr wenig Zahnpasta gemacht. Es ist so ein geiles Gefühl gerade. Ich habe also den meisten Vormittag am PC verbracht, mein Video vorbereitet, Thumbnail gemacht, ein paar E-Mails beantwortet, bisschen GTA nebenbei noch gespielt und mein Magen hat sich immer mehr gemeldet. Es ging noch, ich konnte aber meine Konzentration nicht so ganz fassen und irgendwann hat sich der Magen gemeldet und ich hatte einfach nur Hunger. Ich bin nicht ganz fit geworden, ich sah die ganze Zeit so aus, als ob ich gerade eben noch aufgestanden wäre. So, wir haben es jetzt ungefähr 16 Uhr. Ich bin schon über meinen nervigsten Punkt gerade raus. Ich habe jetzt hier gesessen, ich habe mein Video eingestellt, habe ein bisschen Sachen erledigt, habe noch GTA gezockt und war wirklich schlecht gelaunt. Bossi hat mich auch wirklich auf die Probe schon wieder gestellt, hat sich hier hingesetzt, hat getrunken, wollte mich ein bisschen provozieren, aber mir geht's gut. Mir geht's soweit echt gut. Mit dem Trinken geht's auch echt noch klar. 16 Uhr, die Sonne geht heute unter. Hey Siri, wann geht heute in Dubai die Sonne unter? Der Sonnenuntergang ist heute um 18.40 Uhr in Dubai. 18.40 Uhr, das heißt, wir haben noch 2 Stunden 40 Minuten. Und ich würde die Zeit gerne nutzen. Ah, mein Aquarium weiß ich nicht mehr. Was gibt's zu essen, lieber Bossi? Wollen wir mal probieren? Ja, Digga, klar. Pablo, komm! Also was ich jetzt hier auf jeden Fall merke, Freunde, ich schaff's gar nicht so richtig in den Tag reinzustarten. Ich fühle mich mega müde, wirklich. Ich fühle mich richtig müde und habe einfach gar keine Power in mir. Klar, ich saß jetzt auch die ganze Zeit bisher nur am Schreibtisch, aber ich fühle mich so, als ob ich den ganzen Tag schlafen könnte wieder. Ich habe gar nicht mal Durst jetzt so mega oder Hunger. Es geht echt voll. Ich fühle mich einfach nur richtig, richtig, richtig schlapp. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Zeit genommen, und hab mal versucht, ein bisschen mehr rauszufinden über den Sinn von Ramadan. Dass es nicht nur übers Fasten geht, sondern auch über den tieferen Blick dahinter. Hab mir mal tatsächlich ein paar YouTube-Videos gerade angeschaut, um mal so ein bisschen was darüber zu verstehen. Außerdem habe ich mal Mert gefragt, der auch fastet, ein Freund von mir, ob er mir nicht ein paar Tipps fürs Fasten geben kann. Vorher schon. Und ich habe diese Sprachnachricht gekriegt und die wollte ich euch eigentlich nicht vorenthalten. Ich wollte euch mal zeigen. You have to believe to Allah. When you don't do this, you can't do. You can't. Ist mir schon. Diese Glauben brauchst du, Bruder, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil nur Gott gibt dir diese Kraft. Auch, ne? Durchhaltevermögen natürlich auch. Du musst einfach dein Leben leben, als ob du einfach alles hättest. Du hast alles. Du kannst sehen, kannst schmecken, kannst fühlen. Ja, das ist Luxus pur, Bruder. Der Rest ist Pillepalle. Und das hat mich echt zum Nachdenken angeregt, Freunde. Wir haben alles. Uns geht's so gut. Wir haben eine wunderschöne Wohnung mit einem schönen Ausblick. Wir haben jeden Tag Essen, so viel wir wollen. Wir haben Trinken, so viel wir wollen. Wir haben alles im Überschuss. Und dann heule ich jetzt mal ein bisschen rum, weil ich mal einmal nicht richtig essen kann. Ist doch Quatsch mit Soße. Es ist endlich soweit, Freunde. Es ist 18.25 Uhr. In 15 Minuten geht die Sonne unter. Wir gehen jetzt endlich los. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Ich weiß gerade einfach, das zu schätzen. Ich werde es gleich so zu schätzen wissen. Eine kalte Dose Cola zu nehmen, die aufzumachen. Und zu trinken, dieses Essen zu essen, oh mein Gott, ich freue mich so. Würdest du sagen, ich war heute anders? Unfreundlicher als sonst? Nee, du warst tatsächlich, also warst derselbe wie immer. Dankeschön. Hallo Hamid. How are you, brother? Good, good. How are you? Good, good. I'm going iftar now. Yeah, that's good, good. Yeah, yeah. It's too soon, right? It's soon, 6:45, I think. Yeah, it was good, it was great for me. I had no problems today, but I didn't do anything. And it was like, I really want to eat now. Yeah. Do you have any tips for the viewers? For iftar? For iftar, eat healthy. Eat healthy. Healthy? Yeah. Okay. Drink lots of water. Good water. Before, I didn't wake up at night to eat or drink, I forgot. You have to be eaten. You have to be eaten. Der Hamid bei Security, der ist nur so schüchtern, wenn die Kamera an ist, sonst ist er nicht so. Ja, gestern hat er mir noch sehr viel erzählt über Ramadan. Der hat wirklich immer
Bubblewasser getrunken, hey. Der hat echt immer Bubblewasser getrunken. Aber geil, wäre echt geiler Typ. Ich feiere ihn. Super geiler Typ. Subscribe gerne rein, wenn ihr mehr OnlyFans-Content von Benji sehen wollt. Ja, wir haben jetzt leider Iftar verpasst, aber dafür kriegt ihr heute mal die Shisha-Bar zu sehen, wo wir eigentlich zu unserer Shisha-Bar to go, würde ich sagen. Verpasst, was denn die ist die beste. Ja, was heißt verpasst? Ja, wir haben halt die. Also, ich habe länger gemacht quasi als vonnöten theoretisch. Ja, das ist es hier. Souq al-Bahar. Hi. Hello, how are you? Hi. You good? You good? Your table for two? Just for two. For each, well, yeah. You will go for buffet or à la carte? Buffet, yeah. Das erste Wasser, Freunde. Wir sind angekommen jetzt hier im Arabesca mit richtig schönem Blick. Dieses Wasser genieße ich wie lange kein Wasser mehr. Gute. Eigentlich soll man ja erst sich den Magen vollhauen und dann trinken am Ende, damit du mehr Platz fürs Essen hast, wenn man am nächsten Tag weiter fastet, aber ich faste ja morgen nicht weiter. Gehen wir mal rein zum Essen, oder? Also hier gibt es direkt Datteln, mit denen man das Fasten brechen kann, Freunde. Hier gibt es direkt Tee und da drin gibt es das Buffet. Hier gibt es alles, Freunde. Komplettpaket. Oliven, Brot. Spicy Potatoes. Chicken Liver. Wir haben Shrimps, oh baby, Cheese Spring Rolls, Rice, Fish Birria, wow, what's Okra? Okra with meat, Chicken Pesto, Chicken Tagine, Butter Chicken, you got everything, Pasta, Seafood, wow, crazy, thank you. Es gibt einfach alles. Ich mache mir erstmal jetzt einen Teller voll. Das ist es, Freunde. Mein Teller. Bisschen Falafel, bisschen Salat erstmal, bisschen Garnelen, so Käse-Spring Rolls. Und nur Salat erstmal leicht und es ist eine Linsensuppe. Damit wollte ich unbedingt anfangen. Guten Appetit. Weißt du nicht? Sehr. Ich freue mich so ja. Auf was Süßes. So, zweite Ladung. So, probier ich mal das Butter Chicken. Geil. Pasta Chicken. Ja, halt Chicken mit Pasta. Lecker. Und der Reis hier. Oha, sehr lecker. Das ist unser Shisha-Mann, Freunde. The best Shisha-Guy in Dubai. Thank you so much. Oh, also Freunde, ich habe jetzt nur zwei Teller gegessen. Ich dachte echt, ich schaffe mehr. Und ich merke richtig, wie ich richtig fand. Mein Körper arbeitet richtig dieses verarbeitetes Essen. Ich merke das. Ich sitze hier, ich merke, wie mein Bauch so pumpt. Ich merke meinen Puls irgendwie. Das ist voll crazy. Ich fühle mich richtig voll. Und sonst esse ich ja viel, viel mehr an den Fettsackfreitagen. Das ist voll krass. Das kenne ich gar nicht so, das Gefühl. Ich brauche jetzt Nachtisch. Nachtisch! Boah. Wir gehen nach Hause. Fix und fertig. Guck mal, es ist richtig schön hier, Freunde. Oh, das war's also, Freunde. Ein Tag gefastet. Wenn ich dran denke, dass ich es morgen wiederholen müsste, schauert's mir wirklich. Versteht mich nicht falsch, aber ich bin sehr froh, dass ich morgen früh wieder meinen Kaffee genießen kann, dass ich mein Wasser genießen kann, dass ich mein Frühstück genießen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es gerne, schreibt mir eure Meinung zum Fasten in die Kommentare, wie ihr das durchhaltet, wie ich mich geschlagen habe, ob ich es vielleicht nochmal anders machen sollte. Dieses Jahr weiß ich vielleicht sogar, dieses Jahr noch, aber eher unwahrscheinlich, Freunde. Ich freue mich wirklich, sage ich euch offen und ehrlich, dass es jetzt vorbei ist. Ich fühle mich fix und fertig. Und ich dachte, ich werde mich nach dem Essen richtig gut fühlen. Aber ich bin einfach am Arsch. Mein Respekt, mein Kuss geht raus an alle, die da draußen jeden Tag fasten, einen ganzen Monat lang. Weil ich habe nur 50% durchgemacht. Ich glaube, das Härteste kommt jetzt erst. So wenig theoretisch gegessen, heute Nacht nochmal aufstehen und morgen früh das Ganze nochmal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag, Freunde. Wenn ihr es auch immer seht, wenn ihr es fast noch durchzieht, bleibt stark, stay strong. Ich glaube, der Glaube spielt da echt wirklich eine sehr, sehr große Rolle, weshalb man das überhaupt durchzieht. Und danke, dass ihr am Start wart, Freunde. Ich küsse eure Herzen.